gut. Ja, im Februar hat die Geschäftsleitung angekündigt, 2700 Stellen abbauen zu wollen. In Gütersloh 700 Stellen in der gerätefertigen Waschmaschine und 2000 noch nicht definierte Stellen deutschlandweit. Und dagegen kämpfen die Leute und die wollen eine Zukunft hier haben und nicht ihren Job loswerden. Ich bin jetzt seit 35 Jahre fast hier bei Miele und mein Vater war auch schon bei Miele. Ich bin damit groß geworden, ich habe Geschwister bei Miele gehabt und für uns ist das unser Leben. Ich bin eine von diesen 700, die wahrscheinlich ihre Stelle verlieren werden und im Moment weiß man nicht, ob man kommt oder geht oder was man denken soll. Ich bin jetzt 56 fast, wo soll ich denn was Neues finden? In Gütersloh ist es ja so, dass dort die Waschautomaten verlagert werden sollen nach Polen. Und hier gibt es auch keine Alternative, keine Zukunft für die Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich überlege, dass wir 1600 Beschäftigte in der GTG sind und ich jetzt sage, ich tue da mal 700 mal weg, dann wird der Rest in Gütersloh auch nicht zu halten sein. Niemand fährt 800 Kilometer hin und 800 Kilometer zurück, um irgendwelche Teile einzubauen. Es ist wichtig, dass es für alle Standorte weitergeht. Und mit dem Bahnstreik soll ein erstes Zeichen gesetzt werden für unseren Kampf auch in den Verhandlungsrunden, damit wir endlich auch hier über Zukunft reden können. Also wir wollen, wenn hier abgebaut wird, eine gute Lösung für die Leute, für den Abbau. Das heißt also über Altersteilzeiten, über Abfindungen oder über ähnliche Dinge. Aber worum es uns geht, wir wollen Zukunft nach 2026 hinaus. Eine Zukunft für alle Standorte und eine Zukunft für die Bude hier neben uns. Wir sind viele! Wenn wir feststellen, dass in diese Verhandlung überhaupt nichts nach vorne geht, so viel kann ich verraten, werden wir die Beschäftigten aller Mühlewerke Deutschland in Busse setzen und Gütersloh auf links ziehen. Wir sind Miele! Ich glaube an den Standort Deutschland und ich glaube, dass Miele da gerade eine große Chance vertut, diese Alleinstellungsmerkmale, die Miele so ausmacht, einfach über den Haufen zu werfen. Also wir kämpfen für unsere Standorte, wir kämpfen für unsere Arbeitsplätze und wir haben uns vereinigt, wir sind solidarisch und wir alle sind Miele. Was ist ein Unternehmen ohne seine Mitarbeiter? Wir sind